Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Laberrunde-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe dieses Video bereits schon mal aufgenommen, allerdings fand ich es etwas dämlich dann so im Nachhinein, weil ich mich sehr darüber lustig gemacht habe, es etwas ins Lächerliche gezogen habe und ich glaube, hätte ich das Video so wie es war hochgeladen, wäre vielleicht meine ursprüngliche Aussage nicht so richtig rausgekommen. Es war lustig, es hat Spaß gemacht, es zu produzieren so, weil ich einfach gut drauf war in dem Moment, aber ich möchte einfach diesem Thema doch eine gewisse Ernsthaftigkeit jetzt allmählich widmen, denn wie es scheint, können wir YouTuber nicht mehr an diesem Thema vorbeischauen, zumindest nicht, wenn wir der Let's Player-Szene oder sämtlichen anderen Gaming-Szenen angehören, sowie den ganzen anderen überlaufenden Szenen, sprich Vlogger und Animators und Co. Das Ganze dreht sich heute allerdings nicht um das neue YouTube-Kommentarsystem, das keine Ahnung wie lange noch bestehen wird und ich hoffe, dass sie es bald wieder zurückgängig machen werden. Es dreht sich auch nicht um Lizenzen bei irgendwelchen Publishern. Es dreht sich heute um die sogenannten YouTube-Partner-Netzwerke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach sind YouTube-Partner-Netzwerke nichts anderes als eine gewisse Abzocke. Ich schließe hierbei kategorisch kein Partner-Netzwerk ein oder aus, sprich, ich berichte allgemein über mein allgemeines Bild zu den meisten Netzwerken, die es hier gibt. Ich will nicht bestreiten, dass es Ausnahmen gibt. Es gibt sicherlich gute deutsche Netzwerke sowie amerikanische oder anderssprachige Netzwerke. Ich bin mir sehr sicher, dass es sogar welche gibt, die sehr guten Service leisten, mit denen man sehr zufrieden sein kann. Aber die meisten YouTube-Partner-Netzwerke sind sehr, sehr abzockerisch veranlagt. Das Ganze ist meiner Meinung nach etwas heftig ausgeartet in letzter Zeit. Ich kriege immer wieder Anfragen, weil ja, es scheint so zu sein, dass mein Kanal halt momentan auf die interessanten Liste von Partnernetzwerken stößt. Denn je größer ein Kanal wird und je länger ein Kanal ohne Partnernetzwerk durchhält, desto interessanter wird er halt für Partnernetzwerke. Denn man muss natürlich sagen, wenn ein Kanal lange durchhält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch bestehen bleibt, natürlich größer vorhanden. Da allerdings ein Kanal nicht zu groß sein kann für ein Partnernetzwerk, Partnernetzwerke locken auf YouTube, also wir fangen von ganz vorne an, sonst wird das hier zu verwirrend. Ganz vorne. YouTube-Partnernetzwerke sind wirklich sogenannte Netzwerke, meistens unter einer eigenen Homepage mit einem eigenen Forum und so, vereint, die gewisse Services an YouTube-Leute verkaufen, wenn man so will. Also, ihr müsst euch das wie eine Firma vorstellen. Das ist eine Firma, die hockt sich irgendwo hin. Und statt zu sagen, wir produzieren was, sagen sie, wir nehmen Leute, die schon was produzieren, stellen die unter unsere Marke ein und lassen sie dann praktisch unter unserem Banner das Ganze produzieren und die kriegen dafür unseren Support und kommen dadurch an Sachen ran, die sie sonst nicht rankämen. Ein Beispiel aus der normalen Marktwirtschaft wären diese ganzen Ketten, Restaurantketten, Supermarktketten, alles. Eines der klassischen Beispiele zum Beispiel sind Restaurantketten. Also jeder von euch kennt große Restaurantketten, alle Fastfood-Restaurants und Co. Ich möchte jetzt gar nicht speziell erwähnen, ihr kennt ja alle diese gewissen Restaurantketten. Und das ist einfach so, da sagt sich zwar ein Mensch, ich möchte jetzt hier ein Restaurant aufbauen, ich möchte hier Leute bedienen. Der kann allerdings alleine vielleicht gar nicht unbedingt ein richtig gutes Restaurant raushauen. Er möchte vielleicht ein Fastfood-Restaurant machen. Na gut, was bleibt übrig? Er geht zu einer großen Marke, sagt, hey Leute, ich möchte für euch ein Restaurant eröffnen. Und dann eröffnet man unter der Banner des großen Restaurants natürlich dieses Restaurant. Trotzdem bleibt der Geschäftsbesitzer, der Geschäftsinhaber dieses lokalen Stores erstmal natürlich nicht der große Laden, sondern das andere Geschäft. Das ist natürlich alles sehr weit hergeholt. Das so zu vergleichen ist schwierig, weil dort werden dort werden Geschäfte direkt gebaut unter der Flagge von dieser großen Firma. Auf YouTube läuft das Ganze anders. Ihr macht einen Kanal und irgendwann kommen irgendwelche Leute und sagen, hey, okay, ihr könnt auch zu diesen Leuten hingehen, wenn ihr sie kennt. Wenn ihr sie nicht kennt, kommen aber sowieso irgendwann Leute zu euch und sagen, hey,
Ich würde gerne, dass ihr mal uns mitmacht. Erst neulich habe ich möchte nicht erwähnen, von welchem YouTube-Nutzer ich das bekommen habe, eine Einladung in ein YouTube-Netzwerk erhalten. Ich werde hier einfach mal kurz den Namen dieses YouTube-Netzwerkes erwähnen. Ich möchte nicht sagen, dass dieses YouTube-Netzwerk eine reine Abzocke ist oder sich genauso verhält wie die anderen Beispiele, die ich hier nennen werde. Ich möchte nur sagen, dieses Netzwerk fand ich von dem Punkt interessant. Es ist das Let's Player Network und es scheint sehr groß momentan zu werden, relativ groß. Und auf den ersten Blick sieht das auch sehr geordnet aus. Was mir allerdings bei dem Beispiel hier beim Let's Player Network aufgefallen ist, ich musste vieles nachfragen. Also ich habe denjenigen, der mich werben wollte, das war wohl Mitglied dieses Netzwerkes, man konnte dort werben und den, der einen geworben hat, angeben. Ich vermute, dass Leute, die dann einen geworben haben, auch noch eine kleine Belohnung bekommen. Deswegen natürlich der Ansporn, YouTuber zu finden, die da mitmachen wollen, groß ist für die, die in diesem Netzwerk sitzen. So, nun ist allerdings das Ding. Ich habe mir da die Bedingungen mal durchgelesen, spaßeshalber. Ich hatte jetzt nicht wirklich vor, einem YouTube-Netzwerk beizutreten, aber ich habe mir gedacht, guckst du es dir an. Vielleicht hat es ja Vorteile. Was zuerst bei mir übel aufgestoßen ist, ich wusste und ich weiß, es ist so, viele YouTube-Partner-Netzwerke verlangen einen gewissen also verlangen einen gewissen Betrag der YouTube-Einnahmen, einen gewissen Prozentteil. Das ist übrigens sehr interessant, die verlangen immer einen prozentualen Anteil von euren Einnahmen, keinen Festbetrag. Was bedeutet, dass ihr am Anfang, wenn ihr zum Beispiel als 100 Abonnenten YouTuber einsteigt und denkt, ich verdiene doch eh nichts mit YouTube, das ist praktisch wie geschenkt, dann nehmt ihr das an, unterschreibt dann einen Vertrag, der geht dann vielleicht 2 Jahre. Innerhalb von 2 Jahren steigen eure 100 Abonnenten auf 10.000 Abonnenten und dann sehen diese 40%, die das Netzwerk, 40% ist eine Menge, 40%, die das Netzwerk behalten, doch schon mal ganz anders aus. Da muss man sich immer überlegen. So, bevor ich jetzt hier Bullshit erzähle, gehe ich auf das Let's Player Network. Die, ja, also das heißt Let's Play Network, wer jetzt googelt, wird es finden. Und dort kann man dann beitreten. Da gibt es dann. Werde Director, werde Partner, werde rekrutiert. Ich gehe mal hier auf werde rekrutiert. Das ist, nein, das ist nicht, das ist irgendwas anderes. Okay, keine Ahnung, was rekrutiert sein soll. Werde Partner, wurde mir geschickt, soll ich werden. Und da steht, was sind die Mindestvoraussetzungen? Mindestens 300 Videoaufrufe am Tag oder 10.000 Videoaufrufe im Monat. Ist okay, sie wollen keine YouTube-Leichen, die alle 2 Monate mal ein Video hochladen, vollkommen verständlich. Keine Kontentreffer, bla bla bla, ist okay. Keine Strikes, ist verständlich. Sie wollen weder Leute, die irgendwie halt auf Copyright-mäßig Sachen anspringen, also Leute, die halt Filme hochladen oder gar Videos klauen. AdSense muss aktiv sein, ist natürlich auch verständlich, wer ein Partnernetzwerk sich sucht, welches dann einem hilft über die ganze Geldsachen. Ja, klar, das Geld gehört halt irgendwie inzwischen zu YouTube leider ziemlich stark dazu. Mindestens 5 Videos auf dem Kanal ist auch verständlich. Klar, wer jetzt gerade angefangen hat mit seinem Kanal, aber ich denke, mindestens 5 Videos und mindestens 300 Videoaufrufe sollten sich so ein bisschen gegenseitig auspegeln, aber auch hier verständliche Regeln. Jetzt kommt das Interessante. Welche Vorteile bietet mir das Netzwerk? Da steht dann dabei, Gaming-Content zur Monetarisierung. Was soll das Gaming-Content zur Monetarisierung sein? Kriege ich von denen Spiele geschenkt? Kriege ich von denen Videomaterial zu Spielen geschenkt, welches ich monetarisieren kann? Kriege ich Spiellizenzen von zum Beispiel Nintendo, die ich auch zeigen darf? Und wenn mir jetzt jemand kommt mit, ja, du kannst auch große Publisher ohne Probleme zeigen, die meisten großen Publisher erlauben es eh. Das ist so ein Gerücht. Wenn ihr mal nett nachfragt oder richtig durchsucht, in Foren euch anmeldet, werdet ihr sehen, dass die meisten Publisher gar kein Problem haben. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, Ubisoft hat ein großes Problem damit, Videos auf YouTube zu zeigen. Ich habe mir mal die Lizenzen von denen durchgelesen und tatsächlich haben die null Probleme. EA genauso wenig, wenn man weiß, wo man sich anmelden muss. Da habt ihr mir ja freundlicherweise einen Link geschickt. Und die meisten Indie-Entwickler, die ich hier auf meinem Kanal zeige, sind ebenfalls voll und ganz stehen dahinter dem YouTube-Zeug. Also was soll dieser erste Punkt? Gaming-Content zur Monetarisierung. Danke. Keine Ahnung, was das bringt. All YouTube-Partner-Features, Livestream-Shows, Thumbnails. Was sollen Shows sein? Was ist der Unterschied zwischen Livestream und Shows?
Ich kenne keine YouTube-Partner-Funktion, die sich Shows nennt. Vielleicht bin ich hier falsch. Ich kann ja auch mal hier googeln. YouTube-Partner. Nee, ich gebe einfach YouTube-Shows in Google ein. Das machen wir jetzt einfach mal. YouTube-Shows. Und da kommen dann ganz viele YouTube-Channel, YouTube-Shower. Das war jetzt eine Hilfe. Hallo. Nee, eine YouTube-Show ist eine episodische beziehungsweise sich Webserie, die sich aus Besetzung einem Themenbereich. Was? Kann ich einen Kanal ausschalten? Die Show-Funktion steht Partnern nur als eingeschränkte Veröffentlichungen zur Verfügung, beispielsweise für aktuelle Shows, YouTube-Show. Okay, also ich kann eingeschränkt, in eingeschränkter Weise so eine Art Serie starten auf YouTube, so eine Art Filmserie. Also ich kenne keinen Let's Player, der das wirklich nutzt. Okay, von mir aus, dann ist das wirklich ein Unterschied. Okay, aber alle YouTube-Partner-Features, wir bedenken, gehen nochmal nach oben. AdSense aktiv. Wenn AdSense aktiv sein soll, muss YouTube verpartnert sein. Ist YouTube verpartnert, hat man ab 100 Abonnenten sowieso Livestreams und Thumbnails. Thumbnails hat man sowieso und ab 100 Abonnenten auch Livestreams. Dieses Showzeug, na ganz ehrlich, wie ist das eben? Also ich kenne keinen, der auf dieses Ding Wert legt und der das überhaupt richtig nutzt. Keine Ahnung. So, das heißt, der zweite Punkt ist eigentlich vollkommen irrelevant, denn jeder, der in diesem Netzwerk sich anmeldet, hat bereits Livestreams und Thumbnails. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand unter 100 Abonnenten 300 Videoaufrufe am Tag bekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist irgendwie sehr komisch. So, Kanaloptimierung. Wir erstellen auf Wunsch ein Kanaldesign. Ja, okay, danke. Gibt viele andere Firmen, also dafür lasse ich mir nicht 40% meiner Einnahmen abknipsen, auch wenn es nicht viele sind, aber es ist immerhin 40%, wo ich mir denke, die müssen ja auch irgendwo einstecken. Dann Branding Package. Das habe ich nachgefragt, weil ich nicht wusste, was ein Branding Package genau in einem Partnernetzwerk bedeutet. Tatsächlich ist das lediglich eine ZIP-Datei, welche so vorgefertigte Thumbnail-Bilder hat und Videos, welche zu diesem Netzwerk gehören, die ich auf meinem Kanal hochlade. Im Endeffekt ist es also lediglich Zeug, das ich auf meinem Kanal hochlade, um dieses Netzwerk zu verbreiten. Nichts, was mich unterstützt. Ich betone nochmal, wir sind unter Vorteile dieses Partners. Welche Vorteile bietet mir das Netzwerk? Es ist kein Vorteil, von dem Netzwerk ein Video hochzuladen. Nein, das ist ein Vorteil fürs Netzwerk, nicht für mich. Partner-Community-Plattform nur für Partner. Okay, von mir aus habe ich irgendeine Community-Plattform. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden, habe ich mir überlegt, was ist denn hier diese Community-Plattform? Ich bin mal oben auf den Reiter Community dann gegangen und da sehen wir ein Forum, was ziemlich interessant aussieht. Ankündigung, ein Thema, ein Beitrag. Forenhilfe, null Themen, werde Partner, ein paar Zugriffe, aber ja, das ist so. Das ist übrigens ein ganz simples Burning Board-Forum. Also, ja, eine sehr edle Lizenz. Burning Board ist eine super Lizenzsache, kein Ding, aber es sieht. Es hätte Überarbeitung notwendig. Es gibt keine anderen Themen, keine anderen Beiträge. Dann bin ich mal weitergegangen. Mitglieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mitglieder in dem gesamten Forum von diesem Network. Welche? Gehen wir nochmal zurück. Partner-Community-Plattform habe ich. Genau, ist das eine YouTube-Partner? Weil ich hoffe, dass das eine YouTube-Partner-Community gemeint ist. Ansonsten sehe ich in diesem Netzwerk keine ko große Community, die mir helfen kann. Wieso Katalysen Dashboard für LPN-Partner? Dieses Wieso Katalysen Dashboard habe ich mir mal angeschaut. Da gab es ein Video dazu. Das ist so eine Machinima-Plattform. Da sieht man Statistiken. Da sagt mir das Ding dann, welche Trends gerade aktuell toll sind. Und es sagt mir ebenfalls, was ich machen kann, um Klicks zu bekommen oder so. Es erstellt mir so vorgefertigte Thumbnails, die ich dann runterladen kann und selbst nacheditieren kann, damit ich es leichter habe, Thumbnails zu machen. Da bin ich ganz ehrlich der Meinung, entweder ich hocke mich selber mal eine halbe Stunde hin und mache mir für eine Serie ein Thumbnail. Ich meine, überlegt mal, wenn ich vier Serien habe, die Serien dauern mindestens meistens, also mindestens eine Woche, meistens eher so 3 bis 6 Wochen dauert eine Serie bei mir auf meinem Kanal. Je nachdem, wie lange ich sie ziehe, wie lange sie sich ziehen lässt. Und da muss man dann einfach sagen, da kann ich dann auch mal eine Stunde investieren, wenn ich unbedingt ein Thumbnail brauche. Und wenn nicht,
dann lasse ich es. In meinem Fall lasse ich es dann meistens, weil ich einfach zu faul bin, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, wie gesagt, es gilt ja immer eure Möglichkeit, dass ihr mir Thumbnail schickt. Dann werdet ihr natürlich dementsprechend auch erwähnt, wenn ihr ein Thumbnail mir schicken solltet. Das ist ja ganz klar immer. Aber auch hier kein Zwang, weil ich finde, Thumbnails sind ganz nett, aber müssen nicht unbedingt sein. Zumindest nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber egal. Dann kommen wir zum nächsten interessanten Punkt. Monatliche Auszahlen per PayPal am 15. im Monat. Der 15. im Monat ist tatsächlich der Auszahlungstag von AdSense. Allerdings zahlt AdSense eigentlich auf mein Bankkonto aus und nicht auf mein PayPal-Konto aus. Hier heißt es per PayPal, es das heißt nicht an meine Bank. Das heißt, ich bin gezwungen, auf PayPal zu gehen. Dieses Ding finde ich irgendwie schon mal fraglich, warum das unter Vorteile steht, denn ich bekomme so oder so, wenn AdSense aktiv ist, am 15. mein Geld. Beziehungsweise ich bekäme es, wenn ich über 70 Euro hinausgehe. Jeder, der jetzt denkt, was, Moment, 70 Euro, das ist ein Grenzbetrag, den AdSense vorschreibt in Europa, der überschritten werden muss, bevor AdSense was auszahlt. Ich werde jetzt nicht sagen, ob ich diesen Betrag monatlich überschreite oder nicht. Das darf ich nicht laut YouTube-Vertrag und ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht euch sagen. Aber ich kann euch so viel sagen. Wer entweder dieses Partnernetzwerk ignoriert, ob die Einzahlungen von mir auf ihr Konto scheinbar gingen oder nicht, weil wenn Sie hier schreiben, monatliche Auszahlung per PayPal am 15. müssen Sie mir jeden Monat am 15. auch mein Geld überweisen. Das heißt, die müssen das irgendwie regeln. Also wahrscheinlich werden Sie es echt ignorieren und hoffen, dass ich da einfach rechtzeitig dann diesen Grenzbetrag überschritten habe. Dieses monatliche Auszahlung hat mich aber auch anders stutzig gemacht, denn warum sollten Sie mir als Vorteil monatliche Auszahlung verkaufen? Das bedeutet doch, dass ich hier einen Umweg gehe. Ich werde hier nicht direkt auf mein Konto, von meinem YouTube-Kanal auf mein Konto überwiesen. Sprich, mein AdSense-Account, den ich auf meinen YouTube-Kanal gelegt habe, der wird, entweder wird der AdSense-Account nicht mehr verwendet und es wird der vom LPN-Netzwerk verwendet oder so. Und das ist übrigens gang und gäbe in jedem Netzwerk oder fast jedem Netzwerk, das ich kenne. Also bitte nicht hier auf ein LPN-Netzwerk rumreiten. Die machen nichts anders als alle anderen. Das ist vollkommen okay. Ich habe auch nichts gegen dieses Netzwerk an sich. Ich möchte nur anhand des Beispiels LPN euch mal so ein bisschen zeigen, was an einem Netzwerk interessant ist. Und bei diesem Netzwerk ist mir das einfach mal aufgefallen, weil die mich jetzt auch schon mehrmals gefragt haben, ob ich nicht bei ihnen mitmachen möchte. Es scheint eine ziemlich einfache Methode zu sein. Let's Player sind relativ schwer in Aufmerksamkeit zu kriegen. Ihr seht es selbst bei mir. Ich bin jetzt seit einem Jahr und habe immer noch meine 1100 Abonnenten. Natürlich, ich bin froh drum. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit geht. Und ganz ehrlich, mir übersteigt es alle Erwartungen. Andere gehen halt daran, denken, sie hätten nach 3 Monaten 1000 Abonnenten und Tausende von Views und so. Und das ist halt dann, damit kriegt man solche Leute in so ein Netzwerk, dass man ihnen sowas verspricht, dass man da mehr Views und so kriegt. Wie dem auch sei, scheinbar geht also auf jeden Fall meine Einzahlung auf das Netzwerk selbst. Und die zahlen es mir dann weiterhin aus. Und das hat mich stutzig gemacht. Und hier finde ich, fehlt eine ganz klare Information. Diese monatlichen Auszahlungen betragen nämlich nicht 100% meiner YouTube-Einnahmen. Also die sind jetzt nicht so nach dem Motto, hey, wir machen euch was Gutes, wir setzen praktisch diese 70 Euro-Grenze außer Kraft, so damit auch kleinere YouTuber an ihr Geld kommen. Wir überweisen es euch, egal wie viel ihr eingenommen habt monatlich. Wir überweisen es euch und warten einfach, bis euer Geld bei uns eingeht. Weil man kann auf dem AdSense-Account genau sehen, wie viel man in dem Monat erwirtschaftet hat. Interessanterweise ist das nicht so. Das Netzwerk behält sage und schreibe 40% meiner Einnahmen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das steht hier nicht. Monatliche Auszahlung per PayPal, 15. im Monat. Da finde ich, sollte definitiv dabei stehen, wie viel die behalten und wie viel ich bekomme. Und wenn man das aber da reinschreiben würde, dann sollte man es fast schon als Nachteile, wenn ich diesem Netzwerk beitrete, reinschreiben. Denn wenn ich nicht unbedingt auf irgendwelche Lizenzen, die dieses Netzwerk vielleicht hat, angewiesen bin. Sprich, wenn dieses Netzwerk sagt, ich darf Nintendo-Spiele zeigen. Und alle meine Partner dürfen es auch zeigen. Alle Netzwerkpartner dürfen Nintendo-Spiele zeigen. Und ihr seid ein Kanal, der nur Nintendo-Spiele zeigen möchte. Dann kann ich natürlich verstehen, dass man sagt, okay,
dann ist es mir auch wert, dass die 40% bekommen. Ansonsten verliert ihr hier 40%. Ich habe kein Netzwerk und es läuft trotzdem bei mir. Bei mir läuft das Ganze, was ich erwirtschafte, nicht in irgendein Netzwerk rein. Und trotzdem darf ich die meisten Spiele, die ich spiele, auch zeigen. Ich darf vielleicht nicht alle Spiele, die ich momentan auch so spiele auf meinem PC, zeigen. Und ich kann nicht jedes einzelne Ding monetarisieren. Natürlich nicht. Auch ist das Netzwerk natürlich immer wieder nützlich, um gerade sowas wie dämliche Strikes bzw. Content-Treffer zu klären und gegebenenfalls einen davor zu schützen. Allerdings, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man vermeiden, viele Strikes zu bekommen. Es ist nicht immer vermeidbar, weil es kann mal einem aus Versehen passieren, das ist klar. Das kann auch mir mal passieren. Aber trotzdem kann man sagen, ja. Also man muss da ein bisschen ja, aufpassen, dann geht das eigentlich. Und wenn dann ein Netzwerk, wo die Fakten auf dem Tisch liegt, wäre mir schon lieber. So, kommen wir aber von dem Geldlichen jetzt mal weg. Partner Spotlight, wir promoten dich. Ich habe mir gedacht, okay, interessant, promote mich. Auf dem Forum scheinen sie es ja nicht zu machen. Da gibt es nur einen Beitrag und der ist über das Beitreten dieser Community. Also müsste es irgendwas geben. Dann gehen wir mal auf unsere Partner, einen Reiter, den wir da ebenfalls finden. Was wir da finden, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aktuell 10 Kanäle in einer Tabelle. Die sind einfach nur da niedergeschrieben. Das ist ein simples, vorgefertigtes Banner, in dem lediglich der Text von drinnen geändert wurde. Dagegen spricht erstmal nichts. Nur sagt mir das jetzt überhaupt nichts aus über den Kanal. Sprich, wenn irgendjemand Fremdes hier draufkommt und sich diese Kanäle hier anschaut, dann wird er erstmal sagen, ja und jetzt? Ich weiß nicht, was die machen. Die können jetzt kommentieren, die können jetzt Let's Playen. Okay, manche erkennt man es im Namen, einer hat ein LP in seinem Namen. Okay, der macht vielleicht Let's Plays. Aber was für eine Qualität die haben und was für Videos die zeigen, ob die jetzt interessant für mich sind, weiß ich nicht. Und ich als Otto-Normalverbraucher habe keine Lust, 10 YouTuber jetzt hier in der Liste anzuklicken, auf der Hoffnung, dass da jemand Gutes dabei ist. Ich gehe meistens nicht mehr auf diese Seite. Also, wo wäre der beste Ort, um für YouTube auch zu promoten? Ganz klar auf YouTube. Sprich, wir gehen auf ihren YouTube-Kanal. So, jetzt müssen wir mal auf ihren YouTube-Kanal gehen. Ich mache das Ganze einfach mal jetzt live hier, während ich das nicht aufnehme. Gehe ich auf ihren YouTube-Kanal. Das ist da. Genau. Ein YouTube. Ups. Da ist das Video von denen losgelaufen, aber das solltet ihr nicht gehört haben. Ein YouTube-Kanal von 102 Abonnenten. Scheinen immer wieder was hochzuladen, ist okay, aber 102 Abonnenten. Nichts gegen Promoten und nichts gegen den guten Sinn dahinter, dass man Leuten zeigt, hey, guck mal, da ist ein guter YouTuber dabei. Aber ich meine, klar, 100 Abonnenten war für mich damals was super Tolles. Ich hätte mir aber mit 100 Abonnenten niemals erlaubt zu sagen, hey, wenn ihr wollt, dann promote ich euch mit meinem riesen Kanal. Nein, 102 Abonnenten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe euch schon mal diese Rechnung vorgelegt. Wer mit 100 Abonnenten ein Video macht, erzielt im Schnitt 10 Aufrufe mit seinen besten Videos, seinen meistgeklickten Videos, 10, 20 Aufrufe. Also nur 10% von seinen Abonnenten bekommt man überhaupt als Aufrufe. So, und jetzt von diesen 10 Aufrufern, glaubt ihr wirklich, alle 10 klicken darauf, auf das Video? Auf den Link, auf die Vorstellung? Wenn wir, sagen wir mal, 50%, was schon wahnsinnig viel ist, ich denke eher an 10%, also einer, aber gehen wir mal von 50% aus. 50% sich diesen Kanal dann anschauen. Dann haben wir 5 Leute, die auf meinen Kanal rüberwandern. Diese 5 Leute, was machen die dann auf meinem Kanal? Die gucken sich das erstbeste Video an. Ich gehe davon aus, dass vielleicht gerade mal 50% davon dann auch wirklich auf meine Videos stehen, auf die Spiele, die ich zeige und alles. So haben wir von 100 Zuschauern gerade mal 2 bis 3 Leute, die eventuell meinen Kanal abonnieren. Dafür muss ich wieder betonen, gebe ich 40% meiner Einnahmen und muss mich in diesem Netzwerk einschreiben, muss damit auch praktisch Werbung für dieses Netzwerk machen, weil ich ja auf meinem Kanal fest niederschreibe, ich bin Partner dieses Netzwerkes.
Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Also wie ihr das findet, das ist jetzt eure Meinung. Das ist wir stellen die aktuellen Projekte unserer Partner vor. Ich betone nochmal den vorherigen Punkt. Partner Spotlight, wir promoten dich. Nächster Punkt, wir stellen die aktuellen Projekte unserer Partner vor. Herzlichen Glückwunsch. Ihr promotet mich also nochmal, indem ihr unsere aktuellen Projekte vorstellt. Das Interessante hierbei ist, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich was gefunden, wo man das in irgendeiner Weise sehen kann. In Forum ist nichts. Bei unsere Partner stehen nur die Namen der Partner. Und auf ihrem geliebten YouTube-Kanal, ja, da finde ich ehrlich gesagt auch momentan überhaupt nichts in dieser Hinsicht. Warum geht hier. Ja. Ups. Ich habe gerade YouTube. Ging gerade plötzlich Musik an, deswegen war ich etwas verwirrt. Tatsächlich sehe ich hier ganz viele Spielguides und Trailer und irgendeine Art Let's Play oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich auch, warum dieses Let's Play so enorm viele Aufrufe hat. Da ist ein einziges Video mit zwei Videos, die an die 1000 Aufrufe haben. Der Rest ist unter 40 Aufrufe. Das ist interessant. Auf jeden Fall. Ja, hier, ich sehe hier ab und zu mal irgendwas von irgendjemandem, Kanaltrailer, aber ich sehe hier nirgendwo, wo die aktuellen Projekte von jemandem vorgestellt werden. Also wo das stattfindet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht da, wo der Normalverbraucher hinschaut. Weil wenn ich es nicht finde, nachdem ich mich mit ihm dieses Netzwerk hier ein bisschen bemüht habe und angeschaut habe, wie soll es dann jemand finden, der einfach nur so über dieses Netzwerk stolpert? Gut, gehen wir weiter. E-Mail, Skype-Support und der täglich für dich verfügbar ist. Ich muss mich hier mal richtig hinsetzen. E-Mail und Skype-Support, das ist jetzt einfach so eine Sache. Da kann ich nicht viel zu sagen. Der kann sehr gut sein. Wie gesagt, es gibt gute Netzwerke, die sehr sich darum kümmern. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die wirklich da was bieten. Die scheinen das Ganze ja ziemlich ernst zu nehmen. Also denke ich mal, die werden das schon regeln. Die könnten das. Ich denke, das ist eine Sache. Da muss man jetzt Leute fragen, die in diesem Netzwerk dabei sind. Aber da möchte ich nicht schlecht reden. Das glaube ich denen jetzt einfach mal so aufs Wort, dass die das wirklich machen. Events. Gemeinsam zocken und aufnehmen. Ja, okay. Das ist jetzt so eine Sache, wo ich sage, das ist eine nette Sache. Wenn es gemacht wird. Ich habe jetzt noch nicht auf ihrem Ding groß was gefunden. Ich weiß jetzt auch, warum dieser. Dieses eine Video 1000 Aufrufe hat. Das ist ein GTA Online Ultimate Money Glitch Bike Methode, bla bla bla. Also, das ist so ein Glitch-Ding, die kommen ja immer super gut an. Ansonsten sehe ich aber hier auf ihren Hauptkanal zumindest nicht so viel. Ich kann aber ja mal ganz unverhofft auf irgendeinen von diesen Abonnenten. Oh Gott, das sind alles so Leute, die haben halt auch irgendwie erst 100 Abonnenten und so. 500, 600 Abonnenten. Was nicht schlimm ist, ich bin ja nicht viel weiter oben, aber die machen alle unterschiedliche Sachen. Das ist interessant übrigens. Alice Madness Returns. Das ist das Lieblingsspiel meiner Freundin aus der Kindheit meiner Freundin. Immer so ein kleiner Funfact nebenbei erwähnt. Ganz interessant, auch hier sehe ich kein Koop-Projekt momentan. Ich klicke mal nochmal, vielleicht haben wir ja zufällig den falschen erwischt, auf einen anderen YouTuber. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, dass diese Events, so schön sie dastehen, nicht so oft stattfinden, wie es vielleicht man sich gerne erhoffen würde. Ja. Das Video habe ich angeschaut? Warum habe ich das Video angeschaut? YouTube spinnt. Das habe ich nie geschaut. Aber okay. Egal. Ja, auch hier ist nicht wirklich irgendwas zu finden. Gut, dann halt nicht. Dann eben keine Events oder von mir aus auch Events, die ich nicht mitkriege. Keine Ahnung, also auf jeden Fall keine YouTube-Events, die ja in meinem YouTube-Netzwerk meiner Meinung nach wichtig wären. Director-Programm, ich weiß nicht, also das Director-Programm ist das Programm, das man da irgendwie wohl für die Artikel schreiben kann oder so. Und das Recruiter-Programm, keine Ahnung, was ist denn dieses Recruiter-Programm? Ich gucke mir das jetzt an, ich lese mir das jetzt live durch. Über dieses Formular bieten wir Ihnen, Recruiter in unserem Netzwerk zu werden. Ah.
Natürlich, was ist ein Recruiter? Es ist der Typ, der rekrutiert. Das heißt, das wird nach Überprüfung Ihrer Anfrage werden wir Sie als Trial Recruiter bei uns. Wenn Sie 10 Partner ins Netzwerk bringen, werden wir Ihren Kanalpartner und Sie als Recruiter in das Team einstellen. Interessante Sache nebenbei erwähnt, unsere Partner. Ich wiederhole nochmal, unsere Partner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Also entweder hat es genau eine Person bisher in diesen Recruiter-Posten geschafft, oder sie verlangen von ihren Recruitern genau das, was sie selbst bisher überhaupt aufgebaut haben, nämlich 10 Partner. Oder sie haben ihre Partner-Homepage einfach seit eh und je nicht aktualisiert, was meiner Meinung nach nur dafür sprechen würde, dass das inkonsequent weitergearbeitet wurde. Weswegen ich hier in diesem Fall hoffen würde, dass sie einfach erst nur 10 Partner haben und dementsprechend, ja, da verlangen sie ziemlich viel von ihren Recruitern, 10 Leute zu bekommen. Aber gut, es soll ja nicht jeder Recruiter werden, ist halt okay. Ist aber meiner Meinung nach kein Vorteil. Was bringt es mir, ein Recruiter zu werden, bei den Leuten? Ich meine, davon haben doch die einen Vorteil, weil ich ihnen Leute hole, nicht ich. Warum ist das unser Vorteil? Das nächste ist Director. Willkommen beim Formular für Director-Programm. Als Director produzierst du neue Inhalte für das LPN auf dem Netzwerkkanal und bist somit ein Teil des Teams und der Community. Juhu, ich darf auf diesem 102 Abonnenten großen Kanal dann also auch noch Videos produzieren, damit die weiterhin unterstützt werden. Warum steht das unter Vorteile, die ich habe? Ich habe davon keine Vorteile, meine Freunde. Das sind Nachteile. Nein, nicht Nachteile für mich, aber das sind Vorteile für euch. Also ich betone nochmal, welche Vorteile bietet mir das Netzwerk, nicht das Recruiter- oder Director-Programm, genauso wenig wie das monetarisierte Auszahlung, PayPal 15 Monate und YouTube-Partner-Features, Livestreams und Thumbnails könnt ihr hier auch rausstreichen. Shows, da bleibe ich jetzt einfach mal kritisch unsicher, weil ich keine Ahnung davon habe. Kanaloptimierung kann drin bleiben von mir aus. Branching Packet ist meiner Meinung nach auch nur für euer Netzwerk was. Weiß nicht, ob da irgendwas dabei ist, was mir hilft. Und ja, das war's dann somit. Dann haben wir halt noch also wenn ich jetzt mal zusammenfassen darf, die Vorteile, die ich wirklich erkenne, die man nutzen kann, ist E-Mail, Skype-Support, diese Events, die eventuell da sind, eventuell nicht, diese Visa Catalyst-Ding da, was irgendwie meiner Meinung nach relative Verschwendung ist und man nicht unbedingt braucht, wenn man nicht Vollzeit-YouTuber sein will, und das ist man sowieso nicht, wenn man so einem kleinen Netzwerk am Anfang beitritt. Da braucht man wesentlich mehr Aufrufe. Ich meine, da hat man dann so viele Aufrufe, dass das Netzwerk praktisch sich bei dir partnern kann. Sind wir ehrlich, es tut mir leid, ich will diesem Netzwerk nichts Ungutes tun, aber das ist ja nicht sehr groß. Es ist ja nicht schlimm, dass es nicht groß ist, aber deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich braucht. Und dann eben das Promoten, von dem ich aber bisher fast noch gar nichts gesehen habe. Summa summarum also relativ doof. Ja, dieses Video wird hier wahnsinnig lang, ich weiß, aber ich muss mich darüber jetzt einfach mal auslassen. YouTube-Partner. Also YouTube in diesem Netzwerk Partner werden, hat für mich wenig Vorteile, und das ist in jedem Netzwerk so. Und jetzt gehen wir wieder auf den Punkt, den wir ganz am Anfang schon mal erwähnt haben und in der Mitte auch nochmal. Ich zahle diesen Leuten 40% meiner YouTube-Einnahmen jeden Monat und bekomme dafür eine Homepage, die ganz schick aussieht. Allerdings man natürlich sagen muss, ein schickes Aussehen bringt mir nichts, weil ihre Startpage ist nichtssagend für Leute, die nicht Partner werden wollen, sondern nach neuen Leuten suchen. Außer der kleine Community-Button unten. Drückt man auf diesen Community-Button, wird man auf ein Forum weitergeleitet, welches A nicht schön verwaltet aussieht, B, bei dem die Ränder fehlen. Also Leute, wenn ihr ein Forum macht, dann hängt da nicht irgendwelche hässlichen olivengrünen Balken rein mit weißen Strichen. Macht da ein bisschen euch mehr Arbeit. Das Ding ist komplett weiß und hat ein. Also man kann die Überschriften, wenn man nicht sich das Ding markiert, nicht mal richtig lesen.
Also die großen Überschriften. Und das ist halt nicht schön. Und dann, was macht das für einen Eindruck? Ein Thema, ein Beitrag. Und das ist alles, was in diesem Forum passiert. Okay, ich als Normalverbraucher, der neue YouTuber sucht, gehe wieder auf YouTube und sage mir, ich gucke mir hier die neuen YouTuber an. Gut, das hat sich erledigt. Also Josie fährt irgendwie auf ihren Kanal. Was finde ich auf ihrem Kanal? Ich finde ein Call of Duty Ghost Video. COD Ghost kopiert Modern Warfare Ende. In Caps geschrieben. COD Ghost kopiert Modern Warfare 2 Ende. Hä? Das klicke ich schon gar nicht an, weil es in Caps geschrieben ist. Und dann gehe ich hier weiter die Videos. Captain Meat Boy ist Channel Trailer. Call of Duty Ghost. Zavas Kanal Trailer. Dragon Ball Online, irgendwas. Battlefield 4 Guide. Minecraft, irgendwas. Dann das Rekrutiervideos. Videos aus Aufrufe in Social Blade überprüfen. Was? Warum auch immer. Keine Ahnung, was das mir bringt, aber es bringt mir, glaube ich, als normalen Nutzer nichts. Ich werde von keinem dieser Videos angesprochen. Ich habe hier zwei Kanalvorstellungen, wo ich den Kanaltrailer sehe. Den Kanaltrailer. Ich sehe nur einen bescheuerten Kanaltrailer. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schaue mir jetzt diesen Kanaltrailer von dem sogenannten den Zavas-Kanaltrailer an. Danach werde ich euch sagen, was ich aus diesem Kanaltrailer mitnehme. Es ist keine Bewertung des YouTubers Zavas, bitte nicht falsch verstehen, sondern eine Bewertung, wie das LPN-Netzwerk mich promoten würde. Bis gleich. Alles klar, ich habe mir den Trailer angeschaut. Was ich von dem Trailer selber halte, das ist jetzt meine Meinung und das werde ich nicht öffentlich äußern, denn es wäre eine Bewertung des Let's Players Zavas und das möchte ich nicht machen. Schlicht und ergreifend, weil ich hier über Netzwerke rede und nicht über YouTuber. Allerdings ist es interessant, ich bin auf seinen Kanal gegangen. Es ist eins zu eins das gleiche Video, also was ich mir eigentlich schon vermutet habe. Sie haben einfach das Video, den Kanaltrailer von Zavas runtergeladen irgendwo und haben ihn auf ihrem Kanal wieder hochgeladen. Was mir interessanterweise dabei sogar noch auffällt, ist, dass bei diesem Kanaltrailer ganz am Anfang ein Netzwerklogo von einem anderen Netzwerk prangert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich davon halten soll, aber ja, das ist interessant. Und da stellt sich für mich die Frage, was soll ich in so einem Netzwerk? Und jetzt tut es mir leid, ehrlich gesagt, dass natürlich das Let's Play Network so enorm sein Fett wegbekommen hat bei mir, weil ich jetzt natürlich voll auf ihrer Seite war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war bei ganz vielen Netzwerken, wo ich schon war, ähnliche Zustände. Ich möchte jetzt hierbei nicht sagen, dass das Let's Play Network schlecht ist. Ich denke mir, dass sie in gewissen Weisen sogar sehr gut sein können, supportmäßig und so. Und wer ein Netzwerk sucht, warum nicht? Schaut mal vorbei. Immerhin wirken sind das, ist das ein deutsches Netzwerk und man kann mit ihnen reden. Und ja, dadurch, dass es vielleicht kleiner ist, ist man vielleicht auch in der Lage, diesem Netzwerk, ja, mit den Leuten direkt, die das führen, in Kontakt zu kommen und damit natürlich auch was Gutes zu machen. Also summa summarum, wenn ihr wirklich ein Netzwerk sucht, guckt mal vorbei. Kein Thema. Aber ich sehe das Ganze so allgemein YouTube-Netzwerke sehr gerne als Abzocke. Denn ich sehe hier nichts, was mir in meiner Person auf YouTube hilft. Und es tut mir leid, wenn es hier gerade geklackert hat. Ich bin gegen meinen Plopschutz gestoßen. Ich sehe nichts, was mir hilft. Im Sinne von YouTube. Also viele werben, also ich werde auch geworben. Ihr wisst was, ich melde mich jetzt sogar nochmal ganz kurz auf meinen Lightcanfly-YouTube-Account ein. Das geht ja alles ziemlich schnell. Und dann zeige ich euch, also ich zeige es euch nicht, ich möchte euch diese E-Mail nicht zeigen, denn sie ist persönlich von einem anderen YouTuber geschrieben worden. Und er hat mir auch netterweise geantwortet. Dafür muss ich übrigens mal ganz, ganz großes Danke sagen, dass er mir geantwortet hat auf meine ganzen Fragen, die ich hatte über dieses Netzwerk. Allerdings hier, dass die Nachricht, die ich zuerst bekommen habe, ist eben von mir, eben gute Videoqualität machen würde. Es wäre eine Partnerschaft, wäre super, würde sich freuen. Ich soll natürlich seinen Namen angeben, ist ja kein Problem. Bei weiteren Fragen könnte ich ihn auch in Skype adden, auch das ist in Ordnung. Ich vermute, der ist Teil von diesem Recruiting Trial Programm. Das Ding. Ich brauche nur ein PayPal, da du alle anderen Bedingungen erfüllst.
Wenn ich Interesse habe, okay. Ich habe mal eine Frage. Erfülle ich alle anderen Bedingungen? Ich gehe jetzt mal auf Social Blade. Wie viel Views habe ich pro Tag? Sind es? Ja gut, ich werde wahrscheinlich schon 300 Views pro Tag haben, oder? Social Blade, sag mir, wie viel Views ich pro Tag habe. Subscriber Ring, Social Ding, wo steht denn das hier? Da, Moment. Subscriber Views. Ja, 500. Gott, gibt hier auch irgendwo eine Gescheit. Warum haben die, warum ändern alle Seiten ihre Designs? Das gibt's doch jetzt gar nicht. Monthly Views. Toll. Monatliche Views bringen mir so wahnsinnig viel. Ich hätte gerne. Hallo? Früher stand das alles so viel schöner da. Ich habe das früher gewusst, wo das ist. Subscriber bringt mir nichts. Future-Zeug bringt mir auch nichts. Statistik. Monatliche Statistik, oder? Ich denke mal, ich komme auf die 300 Views im Ding hin. Ja, ich komme um. Da steht, also geschätzte tägliche Views sind 547 Views. Das ist okay. Also würde ich schon reinpassen, auch habe ich in einem Monat 16.000 Views. Das ist eine Sache, das ist okay. Und übrigens, diese ganzen Statistiken könnt ihr auf Social Blade, slash YouTube, slash User, slash Light Can Fly finden, wenn sich das interessiert. Könnt ihr auch für euch selbst finden. Da findet ihr jeden YouTuber. Die größten bis zum kleinsten. Mein Problem bei der ganzen Sache ist, dieses YouTube-Netzwerk-Zeug. Ich weiß nicht. Ich sehe keinen Sinn. Und ich muss hier echt einfach mal sagen, wenn euch solche Leute anschreiben, glaubt nicht alles, was die versprechen. Diese Netzwerke prahlen damit. Hey, ihr könnt bei uns richtig groß werden. Wenn ihr bei uns einsteigt, dann kriegt ihr richtig viele Views. Ihr kriegt einen eigenen kleinen Forumbereich von mir aus. Eure Projekte werden bei uns vorgestellt. Da werden gern solche Referenzen gezeigt. Ja, der und der hat dann innerhalb von, nachdem er unser Partner wurde, innerhalb von 3 Monaten irgendwie 1000 Abonnenten gemacht und alles. Und glaubt nicht alles, was die Leute euch erzählen. Ich will nicht sagen, dass das LPN-Netzwerk das hier gesagt hat. Bitte nicht glauben, dass das LPN-Netzwerk das sagt, denn das ist nicht der Fall. Mit diesen Log-Sachen wurde ich nicht gelockt. Ehrlich gesagt, wurde ich mit relativ wenig gelockt. Es wurde einfach nur gesagt, hier Netzwerk, komm vorbei. Was ich aber besser fand, ich wurde aber schon mit solchen Sachen gelockt, auch mit vielen englischsprachigen Netzwerken, wo ich dann einfach gesagt habe, Leute, nein, das wird nicht funktionieren. Denn die meisten YouTube-Netzwerke sind irgendwie so kleine Netzwerke, die irgendwie kein Mensch guckt. Wer soll mich denn dann abonnieren, wenn da kein Mensch drauf ist? Und ja, dieses Geld, das die dann halt da einnehmen, das ist schon eine krasse Sache, wenn man sich das so überlegt. Also ich bin der Meinung, dass gerade jetzt in meinem Punkt solche Netzwerke wie LPN nicht in der Lage wären, einen gravierenden Unterschied auf meinem Kanal zu erzwecken, außer vielleicht ein paar Abonnentenleichen zu erzeugen. Und das kann ich genauso gut darauf verzichten. Diejenigen, die bis jetzt durchgeschaut haben, das sind richtig interessierte Zuschauer, muss ich sagen, und davon wird es bestimmt ein paar geben. Und diejenigen, die jeden Tag Videos von mir schauen, oder zumindest alle paar Tage Videos von mir schauen, die sie zumindest interessieren, das sind meine treuen Zuschauer. Dafür brauche ich kein YouTube-Netzwerk. Und Leute, versprecht euch einfach nichts von YouTube-Netzwerken. Sie werden euch nicht das bringen, was ihr denkt, dass sie euch bringen werden. Nicht am Anfang. Es bringt euch nichts, wenn ihr einem YouTube-Netzwerk beitretet, euch dann irgendwelche Vertragsbindungen zwingt, nur damit ihr ein bisschen promoted werdet. Ihr macht damit eher einen Fehler. Denn wenn ihr einen Vertrag mit so einem Netzwerk abschließt, dann können die da gerne Klauseln reinschreiben, die gar nicht mal so angenehm für euch sind. Und dementsprechend aufpassen. Wenn es ums Geld geht, so war meine Devise früher immer, wenn es ums Geld geht, ab dem Moment, wo es ums Geld geht,
dass ich mir nicht irgendwie innerhalb von den nächsten 5 Minuten hier von jemandem was aufschwatzen, was vielleicht wunderschön klingt, sondern ich lese es mir alles selbst durch und mache mir mein eigenes Bild dazu. Deswegen bin ich bis heute auch wahrscheinlich noch bei keinem Netzwerk. Gut, das war es dann von mir. Das ist meine Meinung zu Netzwerken, auch meine Meinung speziell zum LPN-Netzwerk. Ich hoffe, dass die Jungs vom LPN-Netzwerk das mir jetzt nicht zu böse nehmen, wenn doch. Ja, wie gesagt, das Ganze bezieht sich auf meine Meinung und dementsprechend kann man mir jetzt auch hier keinen wirklichen Vorwurf machen, weil Meinungsfreiheit in Deutschland und so, also ich würde behaupten, das ist vollkommen okay. Wirtschaftlich schadend war dieses Video definitiv nicht, denn ich habe ja wie gesagt, es ist kein Problem, wenn ihr diesem Netzwerk beitretet. Sie machen nichts Böses. Sie sind bestimmt auch in vielen Sachen nützlich. Nur solltet ihr euch wirklich überlegen, ob das Sinn für euch macht. Für mich macht es keinen. Also, wie gesagt, das ganze Video, meine Meinung. Lasst mir bitte meine Meinung. Aber ihr könnt natürlich wie immer gern eure Meinung in das unten vorhandene Kommentarfeld reinposten. Und ich würde sagen, bis ihr das gemacht habt, sehen wir uns dann vielleicht schon das nächste Mal wieder bei einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Light. Over and out.